Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Lego Batman, das Videospiel. In der letzten Folge haben wir nämlich Episode 2, der machthungrige Pinguin, in der hellen Seite komplett abgeschlossen. Aber jetzt geht es natürlich weiter, immer noch mit Episode 2, weil wir beginnen jetzt tatsächlich mit der bösen Seite. Und hier haben wir jetzt auch Level 1, Rock am Dock, und ich würde sagen, let's go and do this. Bane! Pinguin hier! Die Satellitenschüsse, die wir für den Pinguin-Transmitter brauchen, ist soeben in den Docks angekommen. Mit deinen Fäusten und meinem Gehirn kann uns nichts mehr aufhalten. Mach meinetwegen die ganze Stadt dem Erdboden gleich. Hauptsache, ich kriege die Schüssel. So, da sind wir nun Level 1 auf der bösen Seite und endlich kann ich mal hier Bane spielen. Übrigens, kleiner Funfact, das sage ich auch jetzt noch in der Folge. Ich weiß, ich habe das auch in der letzten Folge das auch ganz am Ende gesagt, aber für die Leute, die die letzte Folge nicht geschaut haben, erzähle ich das auch noch. Und zwar, wenn ihr quasi die DS-Version von Lego Batman spielt, dann kann man in beiden Seiten gegen Bane kämpfen. Also quasi im Level 1, wenn ihr Batman spielt, kämpft ihr dann gegen Bane. Und wenn ihr die Schurkenseite spielt, im Level 1, dann könnt ihr auch Bane spielen. Und hier ist es leider nicht so. Hier kann man nur Bane spielen, indem wir die böse Seite, ich sag mal, spielen. Und ich glaube, wir werden auch hier erfahren, wieso Bane oder wie Bane dann in den Knast gewandert ist. Weil wir haben ja am Ende der Endcredit-Szene gesehen, er ist im Knast. Und da sind Cops. Aber für Bane ist es kein Problem, denn ich bin schon hier der Stärkste. Zack, Rückgrat gebrochen. Und ihr seht auch schon, Bane kann auch durch giftige Flüsse reintreten. Ja, und was kann ich da eigentlich zum Pinguin sagen? Also, er kann gerade mit seinem Regenschirm ein bisschen fliegen. Ja, aber ich will erstmal hier die Münzen einsammeln. Und ihr habt jetzt gerade auch vorhin gesehen, er hat auch diese kleinen Pinguine mit Bomben dran. Und damit können wir einfach diese Metalldinger zerstören. Und zu mehr ist es im Moment nichts. Hm.
Und das sieht irgendwie so ein bisschen verdächtig aus. So, ob wir etwas bauen können. Oder warum kann ich diese Räder nicht kaputt machen? Ach ja, übrigens, ich kann auch schießen. Er hat eine fiese Knarre. Okay, nichts Verstecktes, keine Möhre. Ich brauche noch eine Möhre. Aber hier sind Cops. Ah, hier ist eine Geißel, aber ich kann die leider nicht befreien. So, Moment mal. Kann ich hier rüberfliegen? Ja, kann ich. Moment mal, Moment mal. Wir haben ja diesen Fahrzeug hier. Ah, verdammt, guck mal Leute, das glänzt. Da kann ich was kaputt machen. Ah, ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Ja, genau das wollte ich ausprobieren. So, ich muss einmal ganz schnell wieder zurück. Vielleicht ist da ja ein Bad Kid. Nein, aber da kann ich irgendwas ziehen. Ah, okay, und das kann ich jetzt zusammenbauen. Interessant. Aber wozu ist das denn jetzt eigentlich gut? Also ich kann das jetzt ja auch fahren, aber was bringt mir das jetzt? Okay. Man kann ja auch sogar hochwerfen. Naja. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich weiß jetzt warum. Wir hier zwei Fahrzeuge haben. Weil wir müssen das machen, weil das sind hier Schalter. Okay, ist hier vielleicht noch irgendeine Möhre? Irgendeine. Oh, hier sind ja lederne Münzen sogar. Ich weiß, es bringt uns jetzt nichts viel, aber es bringt wenigstens Münzen. Moment mal, ist das hier der richtige Weg? Nee, das ist auch nicht der richtige Weg eigentlich. Also eigentlich nicht. Weil ich kann eigentlich diesen Ort jetzt nicht so richtig erinnern. Ey, ihr sollt das hier treffen und nicht ins Wasser gehen. Aha, hier ist ein Bad Kid. Cool, mein erster Bad Kid in dem Level. Den kriegt man einfach so. Oh, eine lila Münze, wie nett. Komme ich überhaupt hier noch hoch? Ich habe so das Gefühl, eher nein. Schade.
Okay, echt jetzt? Keine Möhre? Okay, das waren wohl alle. Also man braucht doch nur ein Fahrzeug. Okay, interessant. Also, aber komme ich nicht vielleicht doch schon hier hoch? Nee, also mein Gefühl sagt irgendwie nicht. Nee, der springt immer runter. Nee, okay. Dann machen wir immer weiter, bevor wir dann irgendwie gar nicht weiterkommen. So, ich weiß, wir müssen nach oben, aber ich werde erstmal hier noch das nachschauen. Okay, hier ist nix. Ein paar Münzen. Da brauchen wir Ivy. Ah, hier ist ein Bad Kids. Aber den kriegen wir leider nicht. Aber die Münzen kriegen wir hier. Ah, da brauchen wir Catwoman. Aber ich glaube, Ivy. Mit Ivy können wir das auch machen. Okay, 1 von 5 von diesen komischen Kanonen. Und alles weg hier. Wow, Alter! Was war das denn gerade? Mann, seid ihr aber für krasse Typen. Und noch mehr von euch. Na kommt her. Ich will euch hier alle fertig machen. Und guten Flug. So, das ist jetzt 3 von 5 und Superschurke. Wunderbar. 4 von 5. Und 5 von 5. So, wo ist mein Bad Kids? Da ist ja mein Bad Kids. Ey, Moment mal. Seht ihr das? Die spawnen einfach. Wie komme ich aus der Tür? Die werden einfach hier nochmal respawned. Nee, nee, also das geht nicht. Nicht mit mir. Und da kommen schon die nächsten. Okay, das bringt, glaube ich, mir rein gar nicht. Ich meine, hier geht's lang.
Nee, doch nicht? Ah, hier ist Exit. So, und da musst du jetzt irgendwo die Satellitenschüsse sagen. Okay. Ach so, das ist ein Kabel. Und ich sehe schon, wir müssen rüber. Ah, ich verstehe schon. Aber das glänzt hier ein bisschen verdächtig. Aha, ein Bad Kid. Ja, was ist mit dir, Kumpel? Gute Reise. Was war gerade das? Ich habe auch wirklich nichts gedrückt. Okay, den ersten hätten wir schon mal. Komm, ich nehme Bane. Ah, was ist denn los? Willst du Stress? So, ich weiß, wir müssen jetzt hier rechts, aber ich versuche mal etwas zu machen. Weil hier links ist jetzt auch ein Mini-Kit und ich hab's vergeigt. Ja, der Weg ist leider so schmal. Deswegen sollte man vorsichtig sein. Ja, vorsichtig, 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 vorsichtig. Jawohl! So, ihr kriegt 4 Bad Kids einfach so in den Story-Modus. Da habt ihr den Beweis. Aber ich habe keine Ahnung, wo die letzte Möhre war. Oh, jetzt ist noch hier SWAT anwesend. Alles klar, ey, das war echt fies von dem Pinguin. Er hat einfach so Bane zurückgelassen. Ja, kein Wunder. Okay, und so wurde jetzt Bane geschnappt. Und apropos Bane, wir haben Bane freigeschaltet. Und auch noch der Pinguin, der kleine Zwerg.
Ja, da sind wir nun wieder ins Asylum. Gut, in der nächsten Folge geht es dann natürlich weiter mit Level 2 und dort werden wir dann halt mit Catwoman spielen. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten und auch... ich wollte sagen, letzte Folge, aber nee, das ist nicht die letzte Folge. Ey, Alter, was machst du denn, du kleiner Riddler? Schleit er einfach so an uns ran. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Gauner. Tschüss.